Guten Tag, hier spricht euer Peter Gaming. Heute ist DFB-Pokalfinale. Mal spannend, wie das Spiel, das Finale aussieht. Bin ich mal gespannt mit dem FC Bayern München gegen VfL Wolfsburg. Bin mal gespannt. Liga Cup Finale. Im Januar sah es aus, als ob die Saison schon zu Ende wäre. Doch nun fehlt uns noch ein einziger Sieg und wir holen den Double. Das nennt man Fußball, ne? Genau deshalb lieben wir diesen Sport. Und deshalb ist Fußball unser Leben. Es war eure Leidenschaft und euer Einsatz und auch euer Talent, was uns hierher gebracht hat. Chancen muss man sich erarbeiten. Und heute, mehr denn je, müssen wir alles geben, um diese Chance auch zu nutzen, für die wir alle so hart gearbeitet haben. Ja, Leute, müssen gegen die Wölfe gewinnen. Bayern in der Olympiastadion Berlin gegen die Wölfe um das DFB-Pokalfinale. Und Leute, sieht mir das recht? Alexander ist der Kapitän in diesem Finale. Alter, warum ist denn das? Das ist cool, oder Leute? Das ist cool, dass Alexander im Finale der Kapitän vom FC Bayern München ist. Schon heftig, muss man schon sagen. Schon heftig. Aber auch was, dass er so Ding gemacht wird. Er sagt, wow, er ist ein Superstar in München. Er hat in München viel bewirkt. Heute kann er einen großen Champion werden, wenn er das Double gewinnt mit dem FC Bayern nach der deutschen Meisterschaft und jetzt noch den DFB-Pokal. Dann wäre natürlich alle, dann wäre er, könnte eine Legende werden, weil es hätten viele geschafft, ein Double oder auch Triple. Aber mit der Geschichte im Februar war Bayern eigentlich weg vom Fenster. Die, alles, die waren schlecht, die waren weit ohne, alles große Turnierspiele verloren, Europa League rausgeflogen. Heute, nach der deutschen Meisterschaft, sind sie jetzt im Finale. Um den Pokal können sie jetzt sich sicher. Und das ist jetzt der Traum der Träume. Wir müssen wollen gewinnen heute. Wir haben gute Mannschaft. Wir haben die letzten drei Spiele gewonnen. Die letzten drei Spiele haben der FC Bayern gewonnen. Jetzt holen wir uns den vierten Sieg in Folge. Und somit werden wir DFB-Pokalsieger. Und dann können wir in die Sommerpause gehen und dann können wir wieder eine schöne Saison mit Bayern in der neuen Saison machen, oder Leute? Aber es wird schwer. Die Wölfe haben gute Spieler, ein super Tormann, ein super Stürmer, Innenverteidiger gut, alle sind gut, Leute. Und es wird spannend. Kann der FC Bayern heute das Double hole, das wäre natürlich Traum. Mit dem neuen Kapitän vom FC Bayern München, Alexander. Bin ich mal gespannt, ob wir heute hier im Olympiastadion von Berlin den DFB-Pokal gewinnen. Und dazu heute ist das Schiedsrichter für dieses wichtige Spiel für Bayern. Und für Wölfe hier im DFB-Pokal zwischen FC Bayern München und VfL Wolfsburg. Und Bayern macht jetzt erstmal wieder Ruhe ins Spiel. Erstmal Ruhe. Kann Bayern heute einen Sieg langen? Heute einen Sieg, dann wäre natürlich alles gut. Nur noch ein Sieg, Leute. Dann könnt ihr in die Sommerpause gehen, die verdiente.
So, beiden erstmal früh, erstmal. Ganz ruhig, wir haben Zeit, wenn man. Alter, Alexander, Alter. Alter, Alexander hätte fast hier das 1-0 machen müssen, fast. Bayern macht jetzt 1, sie müssen nur 1 machen, Ruhe. Oh Mann! Mal kurz die Hände ein bisschen trocknen, Alter. Das, Mann, es ist richtig wichtiges Spiel heute für Bayern München. Es geht heute um alles, um den DFB-Pokal. Oh Mann, Handa kam mit dran. Alexander macht Druck, zeigt, dass er hier der Spieler ist, der Bayern zum deutschen Meister gebracht hat. Oh Mann, ich wollte mit der Alexander das Tor machen. Ich glaube, es war ein Fehler. Ich hätte, glaube ich, einfach drauf schießen sollen. Hätte einfach drauf ballern sollen. Da hat es Mann um mich. Wir hätten einfach drauf ballern sollen. Das wäre, glaube ich, besser gewesen, aber. Alter, warum wird denn das jetzt nicht gepfiffen? Warum wurde das Foul von gegen Müller nicht gepfiffen, Alter? Das verstehe ich jetzt echt nicht. Okay, ist halt passiert, Leute. Wir müssen halt durch. Wir müssen das Spiel gewinnen trotzdem noch. Wir müssen dieses Spiel unbedingt gewinnen. Wir wollen das Double gewinnen im FC Bayern München. Lauft gut. So, die zweite Halbzeit zwischen FC Bayern München und VfL Wolfsburg beginnt mit Anstoß von den Wölfen.
Alter Schwede. Meinen 4 auf das Tor, aber irgendwie. Und wie das so Pech. Oh, was war das? Abseits, denke ich. Ja, aber abseits. Eigentlich kann man es fast wie gleiche Höhe nennen, Leute. Verstehe ich nicht, aber in Ordnung. Alter, wenn Robben den Ball gekriegt hätte und dann weiter gepasst hätte, dann wäre es eine Top-Chance gewesen. Jo, alle, Mann, hoffen wir mal nicht, dass es eine Verlängerung gibt, weil das Spiel sieht richtig spannend aus. Alter Schwede, das Spiel wird richtig spannend. Und James Rodriguez kommt rein für ein Robben. Okay, paar schnelle Beine noch für ein Robben. Ein Robben ist müde. Sieht so aus, dass er müde ist, aber ist gut. Über 60 Minuten schon gespielt. Bayern wollte hier früh führen, ist aber noch nichts passiert. Ist noch nichts passiert mit dem FC Bayern München. Gleich sind 70 Minuten gespielt und das Spiel ist spannend. Leute, meinen, die Bayern hätten hier Top-Chance, um hier 1-0 zu führen. Alter, ich krieg die Krise, Leute. Diego kommt raus, Tolisso wird reingenommen, noch ein junges Spieler, noch fittere Spieler rein, oh man, Bayern weiß, noch 4, noch 15 Minuten, noch 15 Minuten. Wieder Aller und wieder ein Foul von den Wölfen im Strafraum. Alter, die Bayern, die machen Top-Chance, aber sie kriegen den Ball nicht rein. Alter,
Die Wölfe machen eins. Die versuchen, in die Verlängerung zu kommen. Die Wölfe versuchen in die Verlängerung sich zu retten. Versuchen sich in die Verlängerung zu retten. Alter, ich krieg die Griesel. Oh Mann, oh Mann. Alter, wieder kein Tor, Alter, Bayern dominiert das Spiel, hätte hier 3-4-0 führen können eigentlich nach dem Torvorlagen. Guck mal, hat schon 6 Schüsse und wahrscheinlich schon 3 bis 14 Tor. Es geht in die Verlängerung, Leute. Leute, jetzt müssen wir dürfen in der Verlängerung, oh, ich muss ein Tor in der Verlängerung schießen, Leute. Wir müssen irgendwie ein Tor in der Verlängerung schießen, weil Elfmeterschieße will ich nicht gern. Will ich einfach nicht. Die Verlängerung will ich nicht, Leute. Die Verlängerung will ich einfach nicht machen, Leute. Die Verlängerung muss jetzt beendet werden, Leute. Die Verlängerung muss jetzt beendet werden. Ich will einfach kein Elfmeterschießen. Und jetzt haben wir es. Wir haben das Tor gemacht. Müller macht das Tor. Und jetzt muss gefeiert werden. Alter, Bayern macht endlich ein Tor. Leute, aber so viel Pech, was Bayern jetzt gehabt hat, ist nicht normal. So viel Pech und jetzt einfach geht der Ball rein. Wichtig. Das Tor ist jetzt sowas von wichtig. Alter, nochmal richtig mal hinsetzen, nochmal kurz. Für die letzten Minuten hier in diesem DFB-Pokal. Wir haben noch einen langen Weg in der Verlängerung, aber wir haben die Chance, heute Geschichte wieder zu schreiben, Leute. Mit Alexander, der bis jetzt bei jeder Mannschaft alle Titel, die wo drin war im Finale, immer gewonnen. Okay, jetzt dürfen wir keine Fehler im Aufbau machen.
So Leute, die erste Halbzeit der Verlängerung ist gleich rum. Abseits oder... Oh. Alter Schwede, die Bayern kämpfen Acken. Oh, war Abseits, denke ich. Ja. War Abseits. Ah, schade, macht nichts. Aber Schiedsrichter müsste gleich zur ersten Verlängerungshälfte abpfeifen. Ja, Bayern hat den ersten Schritt gepackt. Ein Tor, wie wir wollten in der ersten... Wie eigentlich wollte Bayern in 90 Minuten das Spiel entscheiden, aber es sieht so aus, dass es 120 Minuten gehen. Und wir müssen jetzt, Leute, nur noch eine Viertelstunde durchhalten, 15 Minuten noch durchhalten. Und dann sind wir, dann haben wir den Pokalsieg gewonnen und dann sind wir das Pokalsieger, Alter. Am besten wäre jetzt noch ein zweites Tor zu machen, Leute. Oh Mann, ja, war Abseits, aber... Wir müssen es einfach, ich muss, okay. Müller hätte mir passen können, aber da wäre es wahrscheinlich auch nicht so effektiv gewesen. So Leute, noch 5 Minuten. Einwurf für die Wölfe. Die Wölfe wissen, jetzt muss gepackt. Also jeder steht so irgendwo. Und Abpfiff FC Bayern München ist DFB-Pokalsieger. Bayern hat es gepackt. Wir haben alle beide Titel gewonnen noch. Keiner hat gedacht, dass wir diesen Titel noch gewinnen, beide Titel. Aber wir sind Doppelsieger. Deutscher Meister und Pokalsieger, das ist ein Traum. So, jetzt können die Bayern mobil feiern. Jetzt lasse ich euch ein bisschen in Ruhe, Leute. Lass mal es ein bisschen genießen, Leute. Wir haben die Trophäe des... wir haben gewonnen, Leute. Wir sind Sieger. Schönes Erlebnis.
Wir haben dieses Jahr gerettet, Leute. Wir haben einfach gerettet die Saison. Richtig gut. Ich bin mal gespannt, was noch passiert mit dem Alexander. Das wäre schön. Und er ist wieder Spieler des Tages geworden. Alter Schwede. Okay, jetzt schauen wir mal, ob noch irgendwas passiert. Ich bin mal gespannt. So, gucken wir mal. Alter, das ist schön mit der Kim Hunter, oder Leute? Jetzt schauen wir, ob noch irgendwas passiert. Bin ich mal gespannt. Alex, auch diese Saison ist zu Ende. Mir scheint, als wäre jede neue Saison kürzer als die vorherige. Die Saison war unvergesslich. Danke für dein Vertrauen, Dino. Nein, Alex, ich muss dir danken. Ohne deine großartigen Leistungen in dieser Saison hätte ich schon meine Koffer packen müssen. Ich kenne dein Büro, da dauert das Packen doch bestimmt Monate. Du bist ein besonderer Spieler, Alex. Unsere Erfolge haben wir deinem Einsatz zu verdanken. Ganz schön. Taxi ist da. Opa und ich fahren jetzt zum Flughafen. Wird sicher schön. Jim war noch nie in Amerika. Er hat die Woche nur davon geredet. Er freut sich. Nicht nur auf das Sightseeing. Tja, hoffentlich klappt alles. Ich wünschte, du kämst mit, Mom. Noch kannst du. Das Projekt nimmt mich in Anspruch. Beim nächsten Mal. Okay. Mach's gut, Mom. Hab dich lieb. Ich dich auch. Pass auf Jim auf. Komm schon, Alex! Das Taxameter läuft! Eigentlich muss ich vielleicht andersrum machen, dass Hunter aufpassen muss und Jim normal ist, oder Leute? Ja. Keine Angst. Wirst begeistert sein. Ja. Ich bin Kim. Dad hat nicht viel von dir erzählt, aber ich habe mich natürlich schlau gemacht. Jim Hunter, kampfstark, eiskalter Knipser. 22 Tore, 68, 69. Ja. Gloria, deine Großmutter und ich, wir hatten uns immer eine Tochter gewünscht. Sie hätte gewollt, dass ich dir das schenke. Danke. Was denkst du? Wird er ins Nationalteam kommen? Naja, er muss an seinem Spiel arbeiten ohne Ball, oder?
Das sag ich ihm die ganze Zeit. Die Defensive beginnt bei den Stürmern, weiß doch jeder. Ja, aber vergiss es halt hin und wieder, weißt du, was ich meine? Aber du nicht, oder? Ich gönn mir keine Pause. Das liebe ich. Ich liebe nichts mehr im Leben. Du bist Stürmerin. Na klar. Ich bin eine Hunter. Oh ja. Wer hat denn du angerufen? Eine Oma? Okay. Bin ich mal gespannt. Dann gehen wir mal weiter gucken. Okay. Was jetzt noch passiert? Okay. Oh, man. Alles gepackt, Leute. Das ist gut. Alles haben wir. Optimal. Gut. Jetzt gucken wir mal. Vielleicht passiert noch was. Oh, okay. Einnahme haben wir. Ah, die 2 Millionen haben wir nicht gepackt. Macht aber nichts. Okay, hä? Bin ich jetzt nur unbekannt nochmal, aber. Ah! Ich bin gleich da. Alex? Ja, wer ist da? Woher haben Sie die Nummer? Hier spricht Beatrice Villanova. Einige deiner Mitspieler sind bei meiner Agentur. Oh, ja, ich weiß, wer Sie sind, Miss Villanova. Bitte, einfach nicht. Störe ich gerade? Nein, schon okay, ja. Was kann ich für Sie tun, Miss Will... Sorry, B. Um es ganz klar zu sagen, ich möchte über deine Zukunft sprechen. Als Spieler, als Mensch, als Star. Meiner Meinung nach bekommst du einfach nicht die Chancen und den Support, den ein Spieler deiner Klasse bekommen sollte. Wenn du mein Klient wärst, würdest du schon lange bei Real Madrid spielen. Ich möchte dich zum Essen einladen, um mit dir alles persönlich zu besprechen. Du bestimmst die Stadt, ich das Restaurant. Alter, was denke ich? Das machen wir jetzt. Feierabend. Das war ein richtig gutes Let's Play. Oder Leute, muss man schon sagen. Hat richtig Spaß gemacht, dieses Let's Play. Ich freue mich schon auf FIFA weitergehen. Aber Leute, ich würde echt sagen, man sieht sich bei anderen Let's Plays, bei FIFA Karrieres natürlich. Die gehen natürlich weiter. Aber ich würde sagen, somit sagt euer Peter Gaming. Tschüss, bis dann und Peachy, bis dann.